Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ein letztes Mal begrüßen an diesem Tag zum vierten Hauptvortrag. Ich freue mich sehr, bei uns begrüßen zu dürfen Herrn Professor Clemens Sedmak. Er lehrt Sozialethik am King's College der Universität London, leitet das Zentrum für Ethik und Armutsforschung der Universität Salzburg und ist Präsident des Internationalen Forschungszentrums für soziale und ethische Fragen. Zum Abschluss hören wir von ihm noch ein Referat mit dem Titel Genug ist genug. Gedanken zu einem heilsamen Gedanken. Herr Sedmak, ich darf Sie um Ihre Ausführungen bitten. Also einen schönen Nachmittag. Bis so 6,5-7 Minuten vor 4 Uhr soll es jetzt dauern. Das Thema ist Genug ist genug. Ich hatte den Vormittag versäumen müssen, zahnarztbedingt, und weiß jetzt nicht, wie sehr ich Sie langweile mit Dingen, die Sie schon gehört haben. Ich bin relativ strukturiert und diese Tageszeit ist das günstig. 2 Vorbemerkungen, 4 Punkte und dann eine Schlussbemerkung, die sich vielleicht nicht mehr ausgehen wird. Und die 4 großen Punkte sind 4 Beispiele zu dem Thema Genug ist genug, 2 Kernbegriffe, 3 Gesetzmäßigkeiten und dann viertens ein kleines Wörterbuch. Und da kann man dann schauen, wie man mit der Zeit tun. Dann wird es halt ein bisschen kleiner und sonst jetzt ein bisschen größer. Meine 2 Vorbemerkungen. Erstens, Sie kennen diese Asterix-Einsicht, wo das gallische Dorf wird ja einmal fast wirklich ruiniert, als so ein schwieriger Unternehmensberater dem Julius Caesar einredet, man muss das Volk durch die Geldgier kaputt machen. Also das heißt, glaube ich, Obelix, GmbH, CO, KG, ist ein Band. Und dann erklärt dieser Unternehmensberater dem Julius Caesar, dass sie die Hinkelsteine zu begehrenswerten Gütern machen müssen. Und das war quasi vor der Zeit der Paris Hilton. Also wie kannst du die Hinkelsteine bewerben? Und dann erklärt dieser schwierige Unternehmensberater dem Julius Caesar, Leute kaufen Dinge, A, weil sie schön sind, B, weil sie nützlich sind und C, weil sie den Nachbarn neidisch machen. Und dann haben sie die ganze Werbelinie auf dieses C aufgebaut. Und das ist bei unserem Thema Genug ist genug auch das Entscheidende. Wann kannst du sagen, genug ist genug? Denn es wird immer etwas geben, das den Nachbarn neidisch machen könnte. Und das, was du hast, was denn... Sie braucht da gar nicht hinstarren, da wird sie, glaube ich, nur noch klatschen. Das, was du hast und den Nachbarn einmal neidisch gemacht hat, wird irgendwann einmal aufhören, den Nachbarn neidisch zu machen. Und da kommt diese Dynamik herein. Also die Sucht und die Habgier, über die wir jetzt noch sprechen wollen. Die zweite Vorbemerkung. Ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler hat einmal sehr schön gesagt, the most difficult thing is to take less if you could get more. The most difficult thing is to take less if you could get more. Ich kriege dann und dann Vortragseinladungen. Also ich kriege sie einmal, dann geht es nicht, mal, aber einmal lege ich ein. Und dann geht es um die Honorarfrage. Und dann hat mir einmal einer angeboten, na, ich zahle mir 2000 Euro. Da habe ich gesagt, 1000 ist eigentlich genug. Und was muss passieren? Was muss passieren, dass du sagst, 1000 ist genug, wenn sie dir 2000 anbieten? Und das ist unser Thema. Das ist unser Thema. Genau das ist unser Thema. Wir sagen, es ist furchtbar schwer, weil sie hunderte Ausreden haben, dass sie gerade jetzt diese 2000 Euro brauchen. Wir kennen das von den Forschungen zum Tiding. Wissen Sie, was Tiding ist? Tiding. Das ist 10% des Bruttoeinkommens zu spenden. Der Zehnt, der berühmte Zehnt, wie im Buch Levitikus vorgeschlagen ist. Und eine Reihe von Christinnen und Christen machen das. Und es gibt Studien zu diesem Tiding. Es ist immer ungünstig, damit anzufangen. Immer. Jeder Zeitpunkt ist ungünstig, damit anzufangen. Du bist ein junger Mensch, hast sowieso kein Geld. Dann kriegst du die Kinder, dann hast du überhaupt kein Geld. Wenn die Kinder größer, dann brauchen sie noch mehr Geld. Dann wirst du älter, dann brauchst du mehr Geld für den Arzt und die Ärztin. Dann gehst du in Pension und dann... So, also es ist immer ungünstig. Und der große Punkt ist, fang irgendwo an. Aber es muss etwas in dir passieren, dass du sagen kannst, genug ist genug. Das Bild, das man manchmal findet, ist das Bild eines harten Widerstandes gegen das weiche, fließende, verführerische Versuchen. Der harte Widerstand, der dich sagen lässt, das ist genug. Damit du diesen harten Widerstand hast, brauchst du das, was man manchmal Resilienz nennt. Resilienz ist die Widerstandskraft.
und die Widerstandskraft oder die Fähigkeit, auch unter schwierigen Umständen blühen zu können, braucht klare Werthaltung. Du musst wissen, wofür du lebst, damit du anderes irgendwie hintanstellen kannst. Und wenn ich sagen würde, ich tue es ja nicht wirklich, wenn mir 2000 Euro angezeigt, das ist toll, bitte her. Wenn ich sagen würde, 1000 ist auch genug, dann muss ich davon überzeugt sein, dass es gut ist, nicht mehr und mehr und noch mehr zu verlangen. Denn da ist eine Versuchung, über die wir noch sprechen werden. Also wenn Sie nur festhalten wollen, zu den ersten zwei Vorbemerkungen, Asterix hat immer recht und dieser Punkt, was den Nachbarn neidisch macht, das ist ganz entscheidend. Und zweitens, the most difficult thing is to take less, if you could get more. Und wir können jetzt über Ernst Strasser reden, das tun wir natürlich nicht, der Ernst Strasser tun wir nicht, aber das ist so diese Dynamik, es ist ein bisschen so, wo man sieht. Gut, jetzt meine ich vier Hauptpunkte. Um 15 Uhr, 22 Uhr schon. Erstens vier Beispiele. Beispiele sind immer gut, um die Tageszeit Beispiele. Judith Levine. Habt ihr schon gehört, Judith Levine? Das Buch heißt in der deutschen Übersetzung No Shopping. In der deutschen Übersetzung heißt es. Ja. Und die hat, wie Sie schon gehört haben, versucht ein Jahr nur das zu kaufen, was wirklich notwendig ist. Oder um es in meine Sprache zu setzen, was wirklich, wirklich notwendig ist. Das ist nämlich fast gar nichts. Also was wirklich, wirklich notwendig ist. Und sie macht eine Reihe von Erfahrungen, ich nenne drei. Erstens, wie kann ich als erwachsener Mensch Identität zeigen, wenn ich nicht konsumieren kann? Denn in den USA bist du ja dann erwachsen, wenn du dich nicht immer einladen lassen musst. Kinder müssen sich immer einladen lassen. Und bei Kindern sagt man, also... Wenn ich mit meinen drei Kindern ins Gasthaus gehe, dann fragt sie nicht die Kellnerin, weil jetzt doch ist gerade 13, getrennt oder zusammen? Sie fragt nicht. Sie geht selbstverständlich davon aus, dass die Kinder die werden eingeladen. Und die Judith Levine beklagt das, weil ihre Freunde und Freundinnen haben sehr viel Respekt vor ihr verloren, weil sie sich viele Dinge nicht mehr leisten wollte. Und haben dann zu ihr gesagt, da gibt es einen neuen Film im Kino, schauen wir uns den an. Und nachher hat eine neue Pizzeria aufgemacht und sagt, geh mal dorthin. Und dann, ja, aber ich weiß schon, ich lade dich ein. Und das ist auf Dauer, das muss man mögen, also manche mögen das, aber auf Dauer, Entschuldigung, ich habe es nicht gemacht, weil du bist dann wie ein Kind. Und wenn du sagst, ich will das nicht, dann haben manche den Eindruck, du bist nicht erwachsen, du kannst nicht voll mithalten. Zweite Erfahrung, wenn du Grenzen setzt, kann das auch deine Sozialverpflichtungen ein bisschen irritieren. Man muss ja den Leuten dauernd was schenken. Kennen Sie das Problem? Dauernd. Also, also zum Beispiel Geburtstagspartys in Seekirchen, im Flachgau, wo wir wohnen, da ist immer die Frage, das hat die Kollegin vorher nicht behandelt, sie hat mich brennend interessiert, wie viel soll man da schenken, einen 10-Jährigen? Und na, welchen Wert soll das haben? Mittlerweile sind wir da bei den 10-Jährigen auf 15 Euro. Ich finde das absolut zu viel, aber die laden 6 Kinder ein und jedes Kind bringt dann ein Geschenk und sie sagen, es ist Libro-Gutscheine, 15 Euro Libro-Gutscheine, mal 6, hallo. Und die Judith Levine, die war eingeladen zur Hochzeit ihrer Nichte. Und weil sie selber kinderlos war, hatte das ihm was bedeutet. Und ich habe es viele Nichten gehalten, dass mir das jetzt irgendwie... Ja, aber es wollte sie was schenken, weil sie, glaube ich, auch die Laufpatin war oder so ähnlich. Aber sie konnte kein Geld ausgeben, weil es ist ja nicht wirklich notwendig. Also, das wissen Sie, also das ist quasi die Bedingung eines Geschenks, es ist nicht notwendig. Das Allerwichtigste, dass wenn man jemandem was mitbringt und der sagt, das ist noch nicht notwendig, sage ich immer, ja, that's the point. Also, jetzt musste sie in ihrer Nichte zur Hochzeit etwas schenken, durfte aber kein Geld ausgeben, weil sie verstand, ein Geschenk, das ist ein Werk der Übergebühr und nicht notwendig und superrogatorisch und so. Jetzt hat sie begonnen, so Origami-Kurse zu belegen. Also irgendwie aus Papier irgendwelches Dumper zu falten, dass der Mensch das Sandy-Sturm dann irgendwie. Ja, und das hat nichts gleich geschaut. Und ihr Mann hat gesagt, das kannst du nicht schenken, so ein verwerteter Schmetterling, das geht nicht. Und dann hat sie sich mit einem Erbstück, Schmuckstück getrennt, das sie von ihrer Mutter geerbt hat und hat das weitergegeben an die Nichte. Aber der Punkt war, wenn ich eine Grenze ziehe, Geld ausgeben, komme ich sehr schnell unter Druck, was die sozialen Erwartungen betrifft, wem werde ich gerecht? Und man wird dann relativ schnell in den Ruf kommen, du bist geiziger, du willst da nicht mitmachen und du bist ein Spaßverderber. Die dritte Erfahrung, die sie machte, war interessant. Sie fühlte sich so frei, weil sie sagte, wenn du Geld ausgibst, wie man das in den USA halt tut, dann sind das unzählige, triviale Entscheidungen, die allesamt einen kleinen Denkprozess abverlangen. Soll ich jetzt das Grüne nehmen oder das Blaue nehmen? Da waren es ja zwei Mikrofone, also soll ich das Gelbe nehmen? Und so. So, schwierig. Und sie war so frei davon, weil diese Frage sich nicht mehr gestellt.
kaufe ich mir das jetzt oder kaufe ich das nicht? Die Frage war nur, ist es notwendig, ja oder nein? Und wenn es nicht notwendig ist, was erledigt? Ein Gefühl der Befreiung. Judith Levine, sehr hilfreich, aber da sehen Sie auch, sie hat sich gewehrt, gegen den Druck konsumieren zu müssen mit einem ganz klaren Commitment, mit einem Wert, mit einer Bindung, mit einer Selbstverpflichtung. Ich will ein Jahr lang nur das Allernötigste kaufen. Die Freunde und Freundinnen haben das plus minus respektiert und dann konnte sie besser Nein sagen. Und darum tun sich ja manche Mönche in einem Zölibatsgelübde, das ist ein schlechtes Beispiel. Sie einladen zu lassen, sagen wir mal, weil wir hier nicht seine Werte annehmen. Zweites Beispiel. Don Snyder hat 1997 ein sehr schönes Buch geschrieben, Cliff Walk, About an Experience Where I Lost a Job and Got a Life. Und dieser Don Snyder war 41 Jahre alt, ich habe das gerade letzte Woche gelesen, ich bin gerade 41 und habe mir gedacht, um Gottes Willen, das ist 41 Jahre alt und ist gefeuert worden von der Universität. Also er ist 41 Jahre alt, vier Kinder, das fünfte imminent, aber Gott sei Dank ist die Frau doch nicht schwanger geworden, so vier Kinder, jede Menge Schulden und so. Schulden keine, weil sie das Haus nur gemietet haben, sowas. Und dann wurde er gefeuert. Und dann begann der soziale Abstieg. Und jetzt drei wichtige Punkte aus diesem Buch. Erster Punkt, er hat an einer Stelle geschrieben, warum renne ich so? Mein ganzes Leben bin ich gerannt und gerannt, wollte mehr und mehr verdienen, mehr und mehr erreichen, habe mehr und mehr Bücher geschrieben. Warum? Und er hat gesagt, das Wort, das mir einfällt, ist Begierde. Und was steht hinter der Begierde? Ich möchte davonlaufen vor dem Leben, wie es mein Vater hatte. Und er beschreibt das relativ ehrlich. Und die unter Ihnen therapeutisch geschult sind, da läuten schon die Alarmglocken. Also wenn das Movens ist, du rennst dein Leben lang, machst dich fast kaputt und er schreit, wie er sich überarbeitet hat und der Ehrgeiz und das lukrative Angebot der Uni, dem anderen, der sympathischen Uni vorgezogen, weil er seinem Vater was beweisen wollte, weil er wegrennen wollte vor dem Leben, das seine Arbeiterklassen Verwandten hatten. Und er hat selber zugegeben, das ist keine gute Motivation. Dann hat er zweitens festgestellt, ich habe keine innere Stärke. Er hat festgestellt, es ist ihm das Selbstvertrauen wirklich auf Null heruntergesunken, als er nicht mehr mithalten konnte. Als sich herumgesprochen hat, der ist jetzt arbeitslos, die können sich das und das und das nicht mehr leisten. Und er hat 11 Monate lang hat er sich eingesperrt in seinem Zimmer, ist wirklich völlig kollabiert und hat die Realität verweigert. Gar nicht gut. Und das dritte Moment, er hat das getätigt, was wir in der Armutsforschung gerne Kompensationskäufe nennen. Sie kennen wahrscheinlich das Wort Kompensationskosten und dem entspricht Kompensationskäufe. Wenn jemand in einer, sagen wir, materiell angespannten Situation ist, ist die Versuchung groß, das dadurch zu kompensieren, dass ich Geld rausschmeiße. Also er hat den Kindern neue Fahrräder gekauft. Als er wirklich schon im zweiten Jahr arbeitslos war, hat seine Frau gesagt, das sind die Fahrräder, die sie hatten, die sind in Ordnung, sie fahren gern damit, aber es war so ein Punkt, wir können uns das immer noch leisten. Oder ich will meinen Kindern zeigen, ja, Daddy cares for you, so auf dieser Ebene. Kompensationskäufe. Und das Tragische natürlich dann heißt, wenn du wenig Selbstvertrauen hast, dann kompensierst du das eher und du hast eher wenig Selbstvertrauen, wenn du das kompensieren musst. Das ist die Dynamik, mit der Sie in der Schulberatung eigentlich damit zu tun haben, dass die Menschen, die leichter Nein sagen können, die sind, die sich auch besser wehren können und dann nicht kompensieren müssen. Ja, also Sie können mich nochmal fragen, wer eine Rolex-Uhr trägt im Bekanntenkreis, das sind die, nämlich keine Versicherungspolizei. Das ist mein zweites Beispiel, also Don Snyder. Kompensationskäufe, wenn Sie sich das merken, wenn Sie sich merken, auch die Frage, warum renne ich so mein ganzes Leben, triebhaft getrieben, Begierde, und habe ich innere Stärke, Nein zu sagen? Seine Erfahrung war Nein. Noch zwei kurze Beispiele. Die Catherine Hibbert hat ein Jahr versucht, ohne Geld zu leben. Eine Engländerin, 26 Jahre alt, sie hat den Job verloren und gleichzeitig die Wohnung verloren und hat gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt, jetzt mal neu anzufangen. Und ihre Einsicht war, ich könnte jetzt einen neuen Job suchen, aber die Gefahr ist so groß, dass du eine Routine verfällst, wo dir alles selbstverständlich scheint. You take so much for granted. Bequeme Routine. Und das ist auch so ein Geheimnis bei diesem Genug ist genug. Menschen, die wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man das bisschen, das man hat, auch hat, die tun sich leichter zu sagen, genug ist genug, als die, für die das so selbstverständlich ist, dass du alle 2 Jahre mehr Geld kriegst oder das war die manche Berufsbahn so üblich war. Zweitens Ihre Einsicht, wir haben viel mehr Zeug, als wir uns eingestehen wollen.
sie hat gesagt, naja, ich war jetzt 3 Jahre in einer Wohnung und ich werde bei meiner Mutter in der Garage die Sachen unterbringen, das dauert vielleicht, sind 2 Kisten voll. Und sie war selber erstaunt, wie viel Stuff, Zeug sie hat, wo sie gar nicht mehr wusste, dass sie das hat. Und wussten Sie, dass der durchschnittliche Urban Resident 1 Jahr seines Lebens damit verbringt, misplaced items zu suchen? Ein ganzes Jahr meines Lebens sind sie damit beschäftigt, irgendwas zu suchen, was sie verlegt haben. Und das ist doch ein Zeichen dafür, die haben zu viel, die Leute, die das dann suchen müssen. Und das hat auch die Catherine Hibbert erfahren. Sie hat mehr, als sie selber dachte. Und als sie diesen Haufen in der Garage der Mutter gesehen hat, war nicht nur die Mutter schockiert, sondern auch sie selber. Und das hat sie alles als 26-jährige junge Frau. Und ihre dritte Erfahrung ohne Freunde und Freundinnen hätte sie nicht durchgehalten. Du brauchst Menschen, die dich stützen, damit du Nein sagen kannst gegen all die Versuchungen. Jetzt nimm einen Kredit auf, jetzt mach wenigstens jetzt du. Du brauchst Freunde und Freunde, die dich stützen. Das hat sie gefunden. Catherine Hibbert. Letztes Beispiel, Mark Boyle. Mark Boyle, der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, The Moneyless Man. Und der hat immer noch einen Blog. Und der hat gesagt, er möchte überhaupt, nicht 1 Jahr lang, sondern überhaupt ohne Geld leben. Und der Mark Boyle hat sich deswegen motiviert gefühlt, das zu machen, weil er die destruktive Kraft des Geldes gesehen hat. Unsere Einkaufsgewohnheiten, sagt er, sind zerstörerisch, aber die wenigsten gestehen sich das ein. Unsere Einkaufsgewohnheiten, gehen wir schnell zu McDonald's, noch so ein sind zerstörerisch, kaufen uns schnell mal. Aber wir gestehen es uns nicht ein. Deswegen aussteigen aus dem Ganzen. Und wenn nur eins ist, dass es zerstörerisch ist, ist es leichter zu sagen, das ist genug, da mache ich nicht mehr mit. Zweite Erfahrung, durchaus interessant. Wenn ich kein Geld habe, muss ich viel intelligenter sein. Das sagt er sogar wackerisch. Aber er sagt, wenn ich jetzt irgendein Problem habe, zum Beispiel ein Auto wird das kaputt, dann, und ich habe Geld, dann fahre ich in die Werkstatt und richte jetzt mir das. Wenn ich kein Geld habe, dann musst du anfangen kreativ zu sein. Ingenuity. Wer kein Geld hat, muss kreativer sein. Das ist gewissermaßen, sagt er, viel die größere Lebensherausforderung, wenn du dich nicht abpolsterst durch Geld und diese Art von Sicherheit. Und drittens hat er festgestellt, du brauchst, wenn du ohne Geld leben möchtest, diese lange Sicht, dass es ein besseres Leben ist, auch wenn einzelne Tage schlichtweg beschissen sind. Also man kann es romantisch sagen, aber wenn es regnet und du hast keinen ordentlichen, und das ist nicht lustig, du brauchst diese lange Perspektive. Haben wir schon vorher gehört, langfristige Planung ist entscheidend, um sagen zu können, genug ist genug. Das waren im ersten Punkt 4 Beispiele. Ja, Judith Levine, Don Snyder, Catherine Hibbert und Mark Boyle. Und bei allen läuft es darauf hinaus, genug ist genug, kann die Person sagen, die weiß, warum sie lebt oder die eine Vorstellung des guten Lebens hat. Innerer Widerstand. Die 2 Kernbegriffe, um die es heute gehen könnte. Maßlosigkeit auf der einen Seite und Maß auf der anderen. Maßlosigkeit. Jetzt wird es sehr fromm und ein bisschen philosophisch, was nicht immer dasselbe ist. Maßlosigkeit. In der griechischen Philosophie schon ist die Maßlosigkeit mit der Selbstüberhebung assoziiert. Die Hybris. Eine Person, die kein Maß kennt, die kennt auch keine Grenze bei sich selbst. Die glaubt, dass alles möglich ist und überschätzt sich ständig selbst. Weswegen es bei Menschen, die etwa körperlich an Grenzen gestoßen sind, leichter ist, diese Einsicht zu haben, es ist nicht alles möglich, es ist nicht alles grenzenlos. Und gerade junge Menschen, wo der Körper noch so funktioniert, wie das die Werbung bei den 60-Jährigen einredet, bei euch funktioniert es noch so, da ist so diese Erfahrung von Grenze nicht so ausgeprägt. Und übrigens, ja. Zweitens die Erfahrung, dass die Maßlosigkeit mit der Avarizia gleichzusetzen ist. Avarizia ist ein schönes lateinisches Wort, das ist eigentlich die Habsucht, die Habgier. Habsucht, Habgier. Und der heilige Thomas von Aquin, das ist eine kirchliche, nein, sondern Thomas von Aquin hat gesagt, die Habsucht ist das ungeordnete Streben nach Gütern. Das ungeordnete Streben nach Gütern. Ungeordnet heißt zweierlei. Entweder du bist übertrieben im Streben nach den Gütern. Du gehst über Leichen. Du wirst kriminell, nur um das zu bekommen. Du bist süchtig. Das ist ungeordnet. Du willst zu sehr. Oder du strebst nach etwas, was kein Gut ist. Du strebst nach etwas, was kein Gut ist. Also wenn einer sagt, ich will berühmt werden, denken sich, Junge. Oder in Salzburg suchen wir einen neuen Erzbischof. Und da wollen jetzt einige Prälaten Erzbischof werden. Und man sagt auch, Junge, weißt du, was das
das eigentlich nicht erstrebenswert ist, so ärztlich zu sein. Das wäre schon nett, glaube ich, aber für die, die es dann werden wollen. Also so, das ist ungeordnet. Und das ist Maßlosigkeit, wenn du ungeordnet strebst. Und das gibt es in sehr vielen Bereichen unseres Lebens, dass Menschen einfach nicht aufhören. Denk sie an das Thema Zeit oder an das Thema Ressourcen. Der William Doherty hat ein Wort geprägt, ein Familienforscher aus Pennsylvania, overscheduled family lives, überfrachtete Familienleben. Und er spricht über die Gier, immer mehr in den Tag hineinpressen zu wollen. Und die Familien haben kaum mehr unverplante Zeit oder die Zeit wird immer weniger. Und da gibt es jede Freizeitaktivität und jedes Extracurriculare etwas, was man machen muss und da muss man den besuchen und jeden Erlebnisurlaub haben und dann gibt es so 5 freie Tage, da macht man schon ein Wellness irgendwo. Overscheduled Family Times, weil die Leute gierig sind, aus ihrer Zeit das Maximum herauszuholen. Es gibt jetzt in England ein neues Modell, das nennt sich Broken Time Management Seminare. Wie gehen Sie um, wenn Sie nur kleine Zeitbrocken haben? Also Sie haben etwa nur 10 Minuten Zeit und dann ist schon die nächste Sitzung, oder Sie müssen aufs Klo oder am Telefon anrufen. Wie können Sie 10 Minuten maximal nutzen? Und das ist diese Gier nach Zeit. Und dann erfährst du, dass der durchschnittliche Urban Resident nicht nur ein Jahr Misplaced Items sucht, sondern auch 8 Monate seines Lebens damit beschäftigt ist, Junkmail zu löschen. 8 Monate, das zieht sich. 6 Monate lang stehen sie vor einer roten Ampel. Das ist vielleicht nicht in Linz, aber immer in Chicago. 6 Monate lang, das ist alles. Und die Gier dann das Maximum herauszuholen und dann nutzen die Leute auch ihre Ampelphasen mit ihren Sprachkassetten und CDs und Dinge. Das ist Habsucht, also ungeordnetes Streben. Und das Dritte, was Maßlosigkeit ist, neben der Hybris und der Avaritia, sie ist haltlos. Menschen, die nicht aufhören können, haben keinen Halt. Und wissen Sie, warum das so ist? Interessiert Sie das überhaupt? Platon hat sich das so vorgestellt. Prudentia, die Klugheit, und die Justitia, die Gerechtigkeit, sind beide notwendig, damit eine Person über Mäßigung verfügt. Wenn eine Person maßlos ist, da ist keine Prudentia mehr da. Also es ist keine gute Nachricht. Also die Klugheit weg. Ja? Und wenn die Klugheit sagt, das können wir uns jetzt nicht leisten. Oder du hast jetzt genug getrunken. Oder du, wir haben jetzt genug Geld ausgegeben für XYZ. Das ist die Klugheit. Und die Klugheit ist die Fähigkeit, langfristig Ziele zu setzen und zu verfolgen. Langfristig. Die Klugheit ist auch die Fähigkeit, das Leben als auf Dauer und im Ganzen gesehen glücken zu lassen. Du schaust auf das Leben als Ganzes. Und du dann weißt, wie wir es auch von der Vorrednerin gehört haben, der Wunsch, den er so dringend schien, zum Zeitpunkt X, kann zum Zeitpunkt X plus 1 überhaupt kein Wunsch mehr sein. Und das... Deswegen ist die Maßlosigkeit haltlos. Also einer meiner Kernbegriffe ist die Maßlosigkeit. Das hat was zu tun mit Selbstüberhebung, Menschen, die keine Grenzen kennen, Hybris. Hat was zu tun mit dem ungeordneten Streben. Das kann Zeit, Nutzen sein, das kann auch Ressourcen sein. Es gibt von Tim Kessler eine Studie, je mehr Wochenstunden eine Person arbeitet, ab der 35. Wochenstunde, desto größer wird der ökologische Fußabdruck. Also es korreliert, das habe ich schlecht ausgedrückt, wenn Sie mehr als 35 Stunden pro Woche arbeiten, korreliert der Anstieg der Belastung für die Umwelt mit jeder zusätzlichen Arbeitsstunde, die Sie pro Woche aufbringen. Wo Sie dann noch mehr Leben herausbringen wollen. Das ist eine Ressourcenverschwendung. Und drittens die Haltlosigkeit. Der zweite Kernbegriff ist der Begriff Maß. Maßmäßigung. Und da gibt es eine interessante Einsicht aus der stoischen Moralphilosophie, die hat mich interessiert. Da haben sie gesagt, Temperanz oder Mäßigung hängt mit Scham zusammen. Also das ist so eine Art Schamgefühl. Kennen Sie die Frage, schämen Sie sich nicht? Also die Leute, die jetzt Gehaltserhöhungen führen, das ganz erfordern, sagt, schämt ihr euch nicht? Und das Problem mit Schamgefühl ist, Arzt oder Arzt, es ist nicht so leicht. Wissen Sie, was ich meine? Das hat mit Exhibitionisten zu tun, aber es ist nicht so einfach. Und das ist auf einer Ebene, wo du nicht mit Argumenten überzeugen kannst. Das ist das, was mich interessiert hat. Die stoische Moralphilosophie, die kluge Einsicht, Mäßigung hat was mit fast einem tief sitzenden Identitätsgefühl zu tun, wo man sich schämen würde. So quasi, ich würde mich doch schämen, für einen Vortrag 40.000 Euro anzunehmen, die Kollege X oder Y. Und das kann man aber ganz schwer irgendwie auf der kognitiven Ebene mit Argumenten steuern.
Das liegt auf der Wahrnehmungsebene und, wie die Kollegin vorher gesagt hat, Vorbilder, Modelle. Und wenn du die Modelle nicht hast, dann hast du da überhaupt keine Anhaltspunkte. Das ist keine Anhaltspunkte. Da gibt es das Phänomen, das Sie vielleicht nicht so interessiert, das ich moralisches Alzheimer nenne. Also Personen, die überhaupt kein Gespür mehr haben für moralisch Anstößiges, nicht weil sie bösartig sind, sondern weil sie es nicht mehr wahrnehmen. Mobiltelefonbenutzung in öffentlichen Verkehrsmitteln. Kennen Sie das? Und es ist ja meistens so uninteressant, wenn Sie im Zug sitzen und die reden miteinander und so, und ich warte immer drauf, Karl-Heinz Kastner, der ist ein Anwalt, das ist kaum der Fall. Und einmal hatte ich Glück, da bin ich in den Zug gestiegen, um 23 Uhr, der ist dann nach Salzburg gefahren, von Linz nach Salzburg, und da hat ein junger Mann mit seiner Freundin Schluss gemacht. Eine ganze Stunde lang am Telefon. Also, die haben sicher noch nicht lange geredet miteinander. Das war gut. Aber sonst ist das einfach kein Schande für mich. Ja. Zweitens, die Maßlosigkeit hat damit zu tun, dass Menschen innerlich keine Werte haben, die sie bremsen. Weil es muss dich ja irgendetwas bremsen. Und was dich bremst, ist so ein Gefühl oder auch eine Überzeugung, die dich ins Gefühl übergeht, bis hierher und dann ist es nicht mehr rechtfertigbar. Also du brauchst ein Wertesystem, um diese Art von Mäßigung haben zu können. Das Dritte, was mit dem Maßhalten der Mäßigung zusammenhängt, ist die Simplizität. Je komplizierter die Moralsysteme von Menschen sind, desto schwieriger ist es für sie, genug ist genug zu sagen. Und wenn du dich für einfacheres Wert entscheidest, kannst du auch leichter sagen, das brauche ich jetzt nicht oder das belaste mich eher. Kennen Sie das Gefühl zu sagen, ich hätte gerne ein klares, einfaches Leben und wenn Sie mir jetzt dieses Klumpert drin, Kaffeemaschine, immer ein praktisches Beispiel, Kaffeemaschine, und da gibt es ja diese Kaffeemaschine in Kapseln, ja, in Kapseln. Ich stelle das vor, so bei Brustvergrößerungen hast du Silikon drin und musst dann dauernd checken. Und wenn du eine Kaffeemaschine hast in Kapseln, dann bist du ja abhängig von der Versorgungskette und das verkompliziert das Leben so. Und wenn du dich entschließt zu einem einfachen Lebensstil, dann kannst du leichter sagen, genug ist genug, wir brauchen diese Art von Dollar Kapselmaschine nicht. Das ist Maßhalten Mäßigung, die Temperantia. Und das Schwierigste ist jetzt zu sagen, angesichts der Maßlosigkeit und der Versuchung, das Maß außer Kraft zu setzen, zu sagen, genug ist genug. Punkt 3, Gesetzmäßigkeit. Johannes Cassian, haben Sie heute schon von Johannes Cassian gehört? Nicht, gell? Der hat 435 ist er gestorben. 435. Gleich haben Sie gedacht. 435 ist er gestorben. Und er hatte tiefe Einsichten in die Maßlosigkeit. Und er hat in seinem Institut, das heißt diese Schrift, falls Sie das interessiert, hat er drei tiefe Einsichten formuliert. Erstens, wer viel hat, will immer mehr haben. Das ist interessant. Ich habe das auch nicht geklärt. Weil wenn du wenig hast, denkst du, naja, irgendwann werde ich dann genug haben. Es ist nicht so. Der von mir höchst verehrte Rektor der Uni Salzburg, Heinrich Schwillinger, der hat einmal 7.000 Schilling verdient als Forschungsassistent. Ich glaube schon Rektor, aber keine Ahnung. Und mittlerweile ist er Rektor und verdient wahrscheinlich dasselbe netto in Euro. Und er sagt, es bleibt nicht viel mehr übrig. Also ich meine, ich erwarte, dass er die Leute einlädt, ich erwarte, dass er sich ordentlich anzieht und so. Und es ist nicht so, dass wenn du viel hast, dass du sagen kannst, jetzt ist es genug. Und das ist eine ganz interessante, auch wenn es um geistige Dynamik, wer viel hat, will immer mehr haben. Sicher auch deswegen, weil du dich mit anderen vergleichst. Und auf einmal bist du in einer, sagen wir, Einkommensschicht, wo deine Peers diejenigen sind, die dann immer noch zwei Schritte vor dir sind. Also erstes Gesetz des heiligen Johannes Cassian, wer viel hat, will immer mehr haben. Und das beweist, also zeigt sich auch in diesen Studien über das Tiding, die viel haben, tun sich viel schwerer anzufangen. Wo man sagt, ja, dir bleiben eh so viel übrig. Wenn du 10% weggibst, bleibt dir so viel übrig, im Vergleich zu den X, die das schon seit Jahren macht. Also erstes Gesetz, wer viel hat, will immer mehr haben. Zweites Gesetz, wer von Maßlosigkeit getrieben ist, wird nie zufrieden sein. Du sitzt dann immer auf einer heißen Herdplatte und vergleichst dich. Du vergleichst dich mit dir selbst, wie du sein könntest, oder du vergleichst dich mit den Nachbarn und der Nachbarin. Und Sie kennen das vielleicht aus den Glücksstudien, der sicherste Weg ins Unglück, weil Sie unglücklich werden wollen, der sicherste Weg ins Unglück ist, vergleichen Sie sich mit anderen. Vergleichen Sie sich mit anderen, vergleichen Sie sich mit anderen. Und ich denke mal, Hansi Hinter, der hat was und ich habe es nicht und das ist schade. Das macht mich aber irgendwie unglücklich, aber ich kann jetzt hier nicht sein. Aber so, du bist nie zufrieden. Und das kann man manche
Menschen haben auch schon gesagt, die Maßlosigkeit schadet ja nicht nur dem Umfeld, sondern schadet auch der Person selber. Und die dritte Einsicht des Heiligen Johannes Cassian ist, die Maßlosigkeit, die Avaritia, ist ein Übel, das weitere Übel erzeugt. Also die dritte Einsicht ist, die Avaritia ist ein Übel, das weitere Übel erzeugt, zum Beispiel den Geiz und den Neid. Wenn du gierig bist, dann hast du gewissermaßen das Gefühl, die anderen haben zu viel und ich habe zu wenig. Wenn du das Gefühl hast, dass du zu wenig hast und die anderen zu viel haben, ist die natürliche Reaktion Rache, Geiz und Neid auf die anderen, weil sie zu viel haben. Das heißt, die Maßlosigkeit ist jetzt nicht so ein, wie soll ich sagen, ein kleiner Charakterfehler, den halt Menschen haben, sondern das ist so, wenn sie so wollen, fast wie ein Gespür, das sich durchfrisst durch den Charakter des Menschen, wo eins zum anderen führt. Und dann werden die Menschen auch ungeduldig und sie werden stolz und sie werden zornig und sie werden übertriebener Traurigkeit gehalten. Also alle Übel dieser Welt kannst du dann daran festmachen. Weswegen es, wie Sie alle wissen, im ersten Timotheusbrief heißt, dass die Habsucht die Wurzel aller Übel ist. Ja? Also das ist Johannes Cassian. Schön? Schon schön, oder? Also wer viel hat, will immer mehr haben. Zweitens, wer von der Maßlosigkeit getrieben ist, ist nie zufrieden, kann nie ruhig wo sitzen, muss sich immer vergleichen. Und drittens, die Maßlosigkeit ist ein Übel, das weitere Übel erzeugt. Jetzt vielleicht noch ein Gesetz von Pedro Arope. Ich kürze schon ein bisschen, Sie werden sehen. Pedro Arope über die Fähigkeit, genug ist genug zu sagen. Pedro Arope war der Generalobere der Jesuiten. Und der wurde im Jahr 1972 gefragt, wie die Jesuiten mit der Armut umgehen sollen. Dann hat er sich am 7. Jänner hingesetzt und einen Brief geschrieben, 7. Jänner 1973, der Brief über die Armut von Pedro Arope. Der Pedro Arope war Jesuitengeneral, ein Spanier, der dann war lange in Japan, hat die Hiroshima der Atombombe miterlebt und ist dann 1965 nach Rom gekommen und dort Generaloberer der Jesuiten geworden, blieb das bis 1983, hatte aber zwei Jahre vorher einen Schlaganfall und war dann nicht mehr amtsfähig. Anyway, und dann hat er nachgedacht über Armut. Und dann folgendes, er hat auch das schöne Beaumont zitiert. Das schöne Beaumont zitiert, ein Mann habe zu ihm gesagt, wenn die Jesuiten ihr Keuschheitsgelübde genauso leben wie ihr Armutsgelübde, haben sie sicher ein sehr happy life. Das ist sehr schön, sehr realistisch. Weil er sagt, die... War das falsch, was ich gesagt habe? Ja, die Jesuiten leben natürlich jetzt nicht, die leben nicht in Sack und Lumpen. Viele Jesuiten haben Anstellungen auf Schulen, weil sie leben, die müssen sich ordentlich anziehen und brauchen Ruhe an Computer und Bücher. Und jetzt sagt mir der Ruppe, genau im Sinne des Genug ist genug folgendes. Erstens, er erwartet sich, dass jeder Jesuit materielle Armut und einfaches Leben wenigstens eine Zeit lang am eigenen Leibe erfahren hat. Zum Beispiel ein Jahr während der Ausbildungszeit oder jedes Jahr in der Fastenzeit. Pedro Arope nimmt die Fastenzeit sehr ernst, weil er hat der Ansicht ist, und da hat er sicher recht, wenn wir uns immer satt essen, und let's face it, die meisten essen sich bis über das satt, wenn wir immer, dann ist es so selbstverständlich. Und das Level, es ist so auch mit dem Glas Wein, das wären dann zwei Gläser, drei Gläser und dann jetzt Whisky. Also, ich habe einen Freund in Chicago, der ist so nett, der ist Professor auf der Uni dort und wahnsinnig nett. Also wirklich, wahnsinnig nett, aber es strengt auch so an. Ich muss den ganzen Tag so nett sein zu den Leuten, weil das ein Charakter ist. Und es braucht am Abend zwei Whisky. Und das einzige Fastenopfer, das er zusammenbringt, ist, die zwei Whisky auf einen zu reduzieren. Und das ist schon viel. Und Pedro Arope sagt eben, eine Zeit lang ernsthaft einfach zu leben und die Fastenzeit zu nutzen. Weil dann bekommst du diesen Geschmack dafür, es ist nicht selbstverständlich, dass ich das habe, dass jenes der Fall ist und ähnliches. Also dich selbst auch zu unterbrechen in dem Lebensstil. Zweitens sagt er, erwartet sich von jedem Jesuit, dass er befreundet ist mit Familien, die gezwungen sind, einfach und arm zu leben. Befreundet ist. Nicht im Sinne von, kann ich euch helfen, sondern befreundet ist und dann hast du ein Gefühl dafür, ein Liter Milch, das kann teuer sein. Die Waschmaschine wird kaputt, das kann eine Katastrophe sein. Und nicht so selbstverständlich davon ausgehen, dann kaufen wir halt. Und drittens, die Jesuiten müssen die materielle Armut als Lehrmeisterin für inneren Fortschritt ernst nehmen.
Denn er sagt, der innere Fortschritt, wenn du persönlich reif wirst, hat zutiefst mit dem einfachen Leben zu tun. Und wenn du selber zu verweichlicht und verwöhnt bist, stehst du dir selber auf dem inneren Reifungsprozess im Weg. So viel zur Ruppe. War schon mein dritter Punkt. Jetzt wird die Zeit ein bisschen knapper. Also, merkt sich alles krass, ja? Wer viel hat, will mehr haben. Ja? Man ist immer unzufrieden und es ist ein Übel, das weitere Übel produziert. Petra Ruppe, echte Erfahrung von einfachem, ärmlichem Leben, befreundet sein mit Familien, die das Leben müssen und die materielle Armut hochschätzen, als auch Weg zum inneren Wachstum. Viertens mein sehr kleines Wörterbuch. Erster Begriff, erschöpfte Familien. Ich war Ende September in Köln, glaube ich, war das. Da war eine Tagung der Caritas Deutschland über erschöpfte Familien. Das sind Familien, die den Alltag nicht mehr bewältigen können. Die machen die Post nicht mehr auf, die zahlen die Rechnungen nicht mehr, die stehen in der Früh nicht auf, die schicken die Kinder nicht in der Schule, die sind erschöpft. Und sie haben mit diesen erschöpften Familien ein Programm entwickelt, HOT, Haushaltsorganisationstraining. Also mit deutscher Gründlichkeit, ist wirklich so ganz, ganz gründlich, wie man das halt macht, mit 670 Parametern im Haushalt und so. Aber die Grundidee ist sehr klug und einfach. Erschöpfte Familien überfordern sich zum Teil auch deswegen, weil sie die einfachen Dinge nicht im Griff haben. Haushaltsbudget zum Beispiel. Da wird halt einfach ausgegeben und am Tag 13 des Monats ist nichts mehr da. Und sie haben sich nie hingesetzt und überlegt, wie viel braucht man. Sie haben sich nie überlegt, brauchen wir wirklich das zweite Auto und muss das Licht da den ganzen Tag brennen und schaltet sie den Computer mal ab oder so. Ganz, das wissen Sie besser, aber das sind Details. Erschöpfte Familien scheitern zum Teil an Details, die immer mehr werden und dann die Last, sich um alle Details zu kümmern, wächst ihnen über den Kopf. Zweiter Begriff, Lager. Ich kann nicht Schwedisch, aber das ist dann ein schwedisches Wort für genug. Und in der Suffizienzforschung ist das jetzt ein Wort geworden, das öfter zitiert wird. Zurückkehrend auf einen amerikanischen Psychologen, ich habe 2 Minuten noch, da muss ich auch. Amerikanischen Psychologen, der eine Freundin in Stockholm hatte, die er dann auch geheiratet hat, das ist das Wort, ja. Aber er hat sie das erste Mal in Stockholm besucht und sie hatte 3 Handtücher. Dann ihm erklärt, sie wohnt allein, also eins für sich, eins für Gäste und eins ist in der Wäsche. Und er konnte das nicht fassen als Amerikaner. Und sie hat dann diesen schönen Satz gesprochen, that are lager. Das ist genau genug. Ganz genau genug. Also eins mehr wäre zu viel. Eins zu wenig wäre zu wenig. Das ist ganz genau genug. Eins für mich, eins für die Gäste, eins in der Wäsche. Und dann kannst du alle deine Bedürfnisse erfüllen. Und dieses Wort lager kann man sich jetzt bei jedem einzelnen Aspekt des Lebens stellen. Wie viele Bücher, frage ich bang in die Runde, wie viele Bücher sind Lager? Also das ist natürlich das einzige Grund, das man endlich haben sollte. Wir haben neulich 20 Gäste gehabt und hatten genug Besteck für 20 Gäste. Ich war schockiert. Das ist nicht schönes Besteck, aber das kann auch keiner sagen, dass es Lager ist, wenn wir so viel Klumpert in unseren Schubladen. Und das kennen Sie, das kommt mein drittes Wort, Decluttering. Entrümpeln. Gibt es eine eigene Bewegung, wie wohltuend es ist, sich zu trennen von Gegenständen, die du eigentlich nicht brauchst. Wie wohltuend es ist. Auch so ein Antidepressivum. Also räum auf. Wenn du depressiv bist, dann räum mal auf, schmeiß Dinge weg. Decluttering. Und da siehst du erst, wie viel du hast, was eigentlich nicht notwendig ist. Und überall diese Frage zu stellen, hat auch Albert Schweitzer vorgeschlagen, frag dich bei jedem Gegenstand, brauche ich das wirklich? Und du kannst schon sagen, bestimmte Gegenstände habe ich, die brauche ich nicht wirklich. Aber wenn fast alle Gegenstände, die du hast, solche sind, die du nicht wirklich brauchst, dann haben wir schon ein Problem. Und letzter Begriff, Reduktion. Wie kann man reduzieren? Und das Reduzieren, das funktioniert nicht, wenn Sie nicht Werte haben, auf die Sie sich stützen können. Denken Sie an Don Snyder. Er hat sein ganzes Leben auf diese Karte gesetzt, ich will Professor an der Uni sein. Dann ging das nicht mehr und auf einmal ist sein ganzes Leben zerfallen, weil er keinen Plan B hatte und kein Wertesystem. Altern ist vielleicht ein schöner Diskurs, wo man sehr viel lernen kann über das Reduzieren. Wenn du nicht mehr Auto fahren kannst, wenn du nicht mehr allein einkaufen gehen kannst, wenn du nicht mehr und so weiter. Und da sagen uns die Alternsforscher, gutes Altern definiert als, X behält möglichst viel Autonomie, möglichst lange in möglichst vielen Lebensbereichen. Gutes Altern verlangt, dass Menschen ein immaterielles Wertesystem haben. Wenn du nur materielle Werte als solche anerkennst,
und dann funktioniert das nicht mehr, weil du zum Beispiel keine Weltreise mehr machen kannst oder weil du so schwer bist, dass du jetzt mit diesem tollen Fernseher nichts mehr anfangen kannst, dann brauchst du immaterielle Werte. Und das ist, glaube ich, so auch die Pointe des Ganzen, genug ist genug. Du musst sagen können, warum du lebst, wie du lebst und warum es jetzt genug ist, so wie die Zeit, die abgelaufen ist. Ich fasse zusammen und habe da noch eine kleine Schlussbemerkung. Ich habe zwei Vorbilder. Asterix, ihr erinnert sich an Asterix? Und die zweite Vorbilder, the most difficult thing is to take less if you could get more. Und da muss etwas in uns vorgehen, dass wir sagen, das ist genug. Dann hatte ich vier Beispiele. Judith Levine, Identität. Ich muss wirklich einen starken Willen haben und eine Selbstverpflichtung, die die Freunde und Freunde auch akzeptieren, dass ich verzichten kann. Don Snyder, der gemerkt hat, er ist getrieben von einer Gier, die er selber nicht begründen kann. Catherine Hibbert, sie hat viel mehr Zeug, als sie glaubt. Und Mark Boyle, Geld ist destruktiv und macht, wenn du es nicht hast, intelligenter. Im Sinne von, du musst dir viel mehr einfallen lassen, um Probleme ohne Geld zu lösen. Zwei Kernbegriffe, Maßlosigkeit, Selbstüberhebung, eine gewisse Haltlosigkeit und die Gier, wo du ungeordnet strebst und das Maß als fast eine Art Schamgefühl, eine Form des Schamgefühls, eine Form der Wahrnehmung, wo du ein Wertesystem hast und dann auch auf den Wert der Einfachheit nicht verpflichtet bist. Zwei Gesetzmäßigkeiten, Johannes Cassian, die viel haben wollen, immer mehr. Maßlosigkeit macht unzufrieden ständig und drittens ist ein Übel, das weitere Übel erzeugt. Petra Ruppe, echte materielle Armut lehrt am meisten über dieses Genug ist genug, deswegen auch Fastenzeit und deswegen Freundschaft mit armen Familien. Und ein kleines Wörterbuch. Lagom, kann ich nicht übersetzen, Decluttering, erschöpfte Familien scheitern an Kleinigkeiten im Haushalt und Reduktion. Schlussbemerkung, im Buch Genesis 41 bis 43 haben Sie was Interessantes. Da haben Sie im jüdischen Mythos den Übergang von den sieben fetten zu den sieben mageren Jahren. Und dann zeigt sich, dass Josef ist ja der das Land verwaltet. Es sind dieselben Fähigkeiten und Tugenden, die du brauchst, um im Überfluss gut zu leben, besonnen, sparsam, vorausblickend. Dieselben Tugenden, die du brauchst, um wenn die Mittel knapp geworden sind, zu leben. Übersicht, Ordnung und ebenso vorausschauend im Sinne von, es wird wieder besser werden. Genug ist genug, so auch meine Redezeit. Vielen Dank. Wir haben 16 Uhr erreicht und damit auch das angepeilte Ende unserer Tagung. Herr Sedmark hat aber sich bereit erklärt, noch ein paar Minuten noch hier zu sein. Ich möchte nicht allzu viel überziehen, aber ich denke, 5 Minuten können wir uns noch Zeit nehmen für eine kleine Runde. Gibt es Verständnisfragen oder Anmerkungen dazu? Und dann machen wir offiziell Schluss. Hier ist die erste. Der Moment ist nicht eingeschaltet. In einer Buchabot langsam zu lesen, dass ich dann Fragen Bücher. Bücher. Von Ihnen? Von mir? Nein, ich schreibe keine Bücher. Das Einzige, was ich Ihnen nennen kann, das vielleicht interessant ist, der Erzbischof Grotgass und ich haben ein Buch gemacht, das im Mai herausgekommen ist, ganz langsam geschrieben, also eher nicht mehr, langsam zu lesen, von der Kunst des Loslassens. Also da geht es schon auch um einiges Verzichten und so. Ich glaube, der Titel ist eben Abschied ohne Zauber inne. So ist es, glaube ich. Und von der Kunst des Loslassens. Also Grotgasser sieht man das grüne Ding quasi in der Theologie. Gibt es darüber hinaus noch? Da hinten wurde es hochgehalten, stimmt das? Ja, Sie haben es? Da hinten gibt es das Buch, vielleicht können Sie einen Blick hineinwerfen nachher. Darüber sprechen wir noch. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte. Wolf, hier vorne. Eigentlich keine Frage, das ist nur der Sozial, weil in der Sendung haben wir gesagt, da nie ist zu wenig was übrig. Und den habe ich die Logo mal irgendwo gelesen beim Heine Staudinger, der gerade Probleme mit der Finanzmarktaufsicht hat und der passt, glaube ich, auch sehr gut dazu. Nie ist zu wenig, was genügt. Und aber herauszufinden, was genügt. Also ich mache einiges in der Resilienzforschung. Und es steigert die Widerstandsfähigkeit.
Willenskraft von Menschen, wenn sie mal gesehen haben, du kannst mit so wenig auskommen. Das ist möglich. Und das steigert also auch die innere Freiheit ganz enorm. Aber das muss man irgendwann ausprobieren. Und da verstehe ich Peter Huppe, der sagt, probiert es wenigstens in der Fastenzeit aus. Und das ist der eigentlich staatliche Problem mit der FMA, das hat ja mit denen das Problem zu tun. Da oben wäre noch eine Frage, Wolf. Horst. Ja, also bevor jetzt alle nach Hause gehen, möchte ich die Gelegenheit ergreifen und Hilfe anbieten. Nehmen an, es gibt jetzt genug, die der Meinung sind, sie haben zu viel. Und ich würde mich dann bereit erklären, eventuelle finanzielle Überlastungen oder was zu übernehmen. Mir ist wichtig, dass ich der Erste bin, falls jetzt andere noch draufkommen. Bitte Hände anstellen. Aber Bemerkung habe ich noch, das ist mir, hat mir heute ein bisschen gefehlt. Bei den Männern, da sind wir halt schon draufgekommen, dass man ohne Fernseher leben kann. Und meine Frage ist einfach, wie schaut man dann Fußball? Danke. Ich darf jetzt noch zwei Schlussbemerkungen machen. Erstens, ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Mein Vater hat gesagt, Fernsehen nicht gut, kauft Bücher. Oder hat uns Bücher gekauft. Und die Eltern fanden das toll und mein Bruder und ich fanden das grauenhaft und fühlten uns wirklich sozial ausgegrenzt und konnten dann eben nicht Fußball schauen, konnten dann nicht. Und ich hatte dann einen wahnsinnigen Nachholbedarf, der bis heute anhält. Ich weiß, pädagogisch ist das vielleicht überschätzt, weil wir haben jetzt auch keinen Fernseher zu Hause, aber andere Geschichte. Es gibt ja Livestream im Internet zum Glück, aber das ist eine andere Geschichte. Und die zweite Schlussmerkung, Johannes der 23. hatte als 14-Jähriger eine Einsicht, auf ihre Spendenakquise passt. Weniger ist mehr. Sein Kirchengeschichtelehrer hat ihm gesagt, lies lieber weniger, aber das gründlich. Mach lieber weniger, aber das gescheit. Und das hat er sich dann wirklich bis zu seinem Lebensende als großes Lebensprojekt weniger ist mehr gehalten. Und Sie wissen ja, sein Pontifikat hatte zwei Projekte, mehr waren es nicht, Kirchenrechtsreform und zweites Vatikan. Und dann schließe ich an Sie an, weniger ist mehr und manchen muss man helfen, dass sie zu diesem weniger kommen.